La contabilidad. Die Buchhaltung. Mi trabajo se trata sobre contabilidad. Bei meiner Arbeit geht es um die Buchhaltung. Estar desempleado. Arbeitslos sein. Me despidieron y ahora estoy desempleado. Sie haben mich entlassen und jetzt bin ich arbeitslos. La hoja de vida. Der Lebenslauf. Tengo que actualizar mi hoja de vida. Ich muss meinen Lebenslauf aktualisieren. La carta de motivación. Das Motivationsschreiben. En mi carta de motivación escribo mis metas. In meinem Motivationsschreiben schreibe ich meine Ziele auf. La entrevista de trabajo. Das Bewerbungsgespräch, das Vorstellungsgespräch. Tengo una entrevista de trabajo el viernes. Am Freitag habe ich ein Vorstellungsgespräch. La experiencia laboral. Die Arbeitserfahrung, die Berufserfahrung. En el trabajo de mis sueños exigen experiencia laboral. Mein Traumberuf erfordert Berufserfahrung. ¿Me puedes pasar página web para buscar empleos? Kannst du mir Webseiten sagen, auf denen man nach Jobs suchen kann? La reunión. Das Meeting. La reunión es hoy a las 5 p.m. Das Meeting ist heute um 17 Uhr. El empleado. Der Angestellte, der Mitarbeiter. El jefe está molesto con sus empleados. Der Chef ärgert sich über seine Mitarbeiter. Los compañeros de trabajo. Die Arbeitskollegen. Mis compañeros de trabajo están en protestas. Meine Arbeitskollegen protestieren. Ponerse en huelga. Streiken. Los empleados se ponen en huelga para tener más salario. Die Angestellten streiken, um mehr Geld zu verdienen. El secretario. Der Sekretär. El secretario de mi empresa es amable. Der Sekretär in meiner Firma ist sehr nett. El recepcionista. Der Rezeptionist. El recepcionista del hotel donde trabajo habla muchos idiomas. Der Rezeptionist des Hotels, in dem ich arbeite, spricht viele Sprachen. La empresa. Das Unternehmen. La empresa está creciendo mucho. Das Unternehmen wächst stark. El ascenso. Die Beförderung. Quiero ganarme el mayor ascenso de mi vida. Ich möchte die größte Beförderung meines Lebens verdienen. Los proyectos de la empresa. Die Firmenprojekte. Los proyectos de la empresa de este año son desafiantes. Die diesjährigen Unternehmensprojekte sind herausfordernd. La administración. Die Verwaltung. La administración donde trabajo está preparando mi pago de este mes. Die Verwaltung, bei der ich arbeite, bereitet meine Zahlung für diesen Monat vor. La gerencia. Die Geschäftsführung. Die Leitung. La gerencia del hotel está bajo mi cuidado. Ich habe die Aufsicht über die Hotelleitung. Los recursos humanos. Die Personalabteilung. En recursos humanos se encargan de las entrevistas de trabajo. Die Personalabteilung
ist für die Vorstellungsgespräche zuständig? La conferencia. Die Konferenz. La sala de conferencias está en el final del pasillo. Der Konferenzraum befindet sich am Ende des Flurs. La reunión. Die Besprechung. La sala de reuniones ya está lista para esta tarde. Der Besprechungsraum ist fertig für heute Nachmittag. El depósito. Das Lager, der Lagerraum. El depósito de mi compañía está clausurado. Der Lagerraum meines Unternehmens ist geschlossen. El escritorio. Der Schreibtisch. El escritorio de mi oficina se rompió. Mein Büroschreibtisch ist kaputt gegangen. La computadora. Der Computer. La computadora de mi oficina es de alta tecnología. Mein Bürocomputer ist Hightech. El contador. Der Buchhalter. Hay muchos libros contables para un solo contador. Für nur einen einzelnen Buchhalter gibt es viele Bücher zur Prüfung der Rechnungen. El archivo. Die Datei. Los archivos de la compañía están bien guardados. Die Dateien des Unternehmens werden gut abgespeichert. El archivero. Der Aktenschrank. El archivero de la compañía está en el segundo piso. Der Firmenaktenschrank befindet sich im zweiten Stock. La sala de descanso. Der Pausenraum. La sala de descanso está abierta hasta el mediodía. Der Pausenraum ist bis Mittag geöffnet. El salario. Das Gehalt. Creo que mi salario es muy bajo. Ich denke, mein Gehalt ist zu niedrig. Los impuestos. Die Steuern. Los impuestos que nos quitan son muy altos. Die Steuern, die sie uns abziehen, sind sehr hoch. Hacer jornada laboral. Vollzeit arbeiten. Tengo jornada laboral completa esta semana. Ich habe diese Woche Vollzeitarbeit. Hacer horas extras. Überstunden machen. Hoy hice horas extras. Heute habe ich Überstunden gemacht. La jubilación. Die Rente, der Ruhestand. La jubilación de mi madre está en proceso. Das Verfahren, dass meine Mutter in den Ruhestand gehen kann, ist in Bearbeitung. Una hora libre. Eine Stunde Pause. Mi hora libre la uso para comer. Ich nutze meine Stunde Pause zum Essen. Un día libre. Ein freier Tag. Mis días libres los disfruto con mi familia. Ich genieße meine freien Tage mit meiner Familie. Las vacaciones. Der Urlaub. Mis vacaciones son el próximo mes. Mein Urlaub ist nächsten Monat. Los bonos. Die Prämien. Los bonos por buen trabajo están compensados a los empleados. Prämien belohnen Mitarbeiter für ihre gute Arbeit. El bono de Navidad. Das Weihnachtsgeld. El bono de Navidad no vino este año. Das Weihnachtsgeld ist dieses Jahr nicht gekommen. El empleado del mes. Der Mitarbeiter des Monats. El empleado del mes resultó ser mi mejor amigo. Es stellt sich heraus, dass mein bester Freund Mitarbeiter des Monats wurde.
Los logros en el trabajo. Die beruflichen Erfolge. Mis logros en el trabajo me ayudaron con mi ascenso. Meine beruflichen Erfolge haben mir bei meiner Beförderung geholfen. Los viáticos. Das Reisegeld für eine Dienstreise. Los viáticos para mi viaje de trabajo son muy pocos. Das Reisegeld, das meine Firma mir für meine Dienstreise gibt, ist sehr wenig. El viaje de trabajo. Die Dienstreise. El viaje de trabajo es en España. Die Dienstreise findet in Spanien statt. Buscar trabajo. Einen Job suchen. Estoy buscando trabajo en cualquier tienda. Ich suche einen Job in einem Geschäft. Trabajar a tiempo completo. Vollzeit arbeiten. Soy freelancer a tiempo completo. Ich arbeite Vollzeit als Freelancer. No tengo trabajo desde hace semanas. Ich bin seit Wochen arbeitslos. Cambiar de trabajo. Den Job wechseln. Quiero cambiarme de trabajo. Ich möchte den Job wechseln. Trabajo de lunes a viernes. Ich arbeite von Montag bis Freitag. El trabajo por turnos. Die Schichtarbeit. Yo trabajo por turnos. Por eso también trabajo en las noches. Ich mache Schichtarbeit, deshalb arbeite ich auch nachts. Tener libre. Frei haben. Mañana tengo libre. Ich habe morgen frei. Pedir un día libre. Sich einen Tag frei nehmen. Yo pido un día libre. Ich nehme mir einen Tag frei. El horario de trabajo. Die Arbeitszeiten. Mi horario de trabajo es de 8 a 5. Meine Arbeitszeiten sind von 8 bis 17 Uhr. Salgo cansado del trabajo. Ich verlasse die Arbeit müde. Requerir. Erfordern. Mi trabajo requiere mucha concentración. Meine Arbeit erfordert viel Konzentration. Gasto muchas energías en mi trabajo. Meine Arbeit kostet mich viel Energie. El compañero de trabajo. Der Arbeitskollege. Mis compañeros de trabajo son buenas personas. Meine Arbeitskollegen sind gute Menschen. El jefe. Der Chef, die Chefin. Mi jefe es una persona muy estricta. Mein Chef ist sehr streng. El esfuerzo. Die Anstrengung. Este trabajo requiere mucho esfuerzo físico. Diese Arbeit erfordert viel körperliche Anstrengung. El fin de trabajo. Der Feierabend. ¿A qué hora sales de trabajar? Um welche Zeit hast du Feierabend? Antes de irme al trabajo, tomo café. Bevor ich zur Arbeit gehe, trinke ich Kaffee. Trabajar medio tiempo. Teilzeit arbeiten. ¿Trabaja medio tiempo o tiempo completo? Arbeiten Sie Teilzeit oder Vollzeit? Trabajo 40 horas a la semana. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche. Ayer tuve el día libre del trabajo para jugar con mis hijos. Gestern hatte ich einen Tag frei, um mit meinen Kindern zu spielen. Terminar un proyecto. Ein Projekt abschließen.
Tenemos que terminar el proyecto para fin de mes. Wir müssen das Projekt bis Ende des Monats abschließen. Llevarse bien. Sich gut verstehen. Mis colegas y yo nos llevamos bien y trabajamos juntos de manera productiva. Meine Kollegen und ich verstehen uns gut und arbeiten produktiv zusammen. El jefe es muy simpático. Der Chef ist sehr nett. Seguro de sí mismo. Selbstsicher. Estuve muy seguro de mí mismo en mi entrevista de trabajo. In meinem Vorstellungsgespräch war ich sehr selbstsicher. El éxito. Der Erfolg. Hicimos una fiesta para celebrar el éxito del proyecto. Wir feierten den Erfolg des Projekts mit einer Party. El colega. Der Kollege. Tuve una cena con la familia de mi colega. Ich habe mit der Familie meines Kollegen zu Abend gegessen. El trabajo a tiempo parcial. Der Teilzeitjob. Yo trabajo a tiempo parcial. Ich arbeite in Teilzeit. Solo trabajo 40 horas por mes. Ich arbeite nur 40 Stunden im Monat. Yo trabajo un mes y el otro mes estudio. Ich arbeite einen Monat und den anderen Monat studiere ich. Tengo un trabajo remoto. Ich arbeite remote. Yo trabajo desde mi casa con mi laptop. Ich arbeite von zu Hause aus mit meinem Laptop. El área de marketing. Die Marketingabteilung. El área de marketing es importante para la empresa. Die Marketingabteilung ist wichtig für das Unternehmen. El pago. Die Bezahlung. El trabajo era cansado. La paga era mala. Die Arbeit war anstrengend. Die Bezahlung war schlecht. Ganar dinero. Geld verdienen. Gano muy bien en mi trabajo. Ich verdiene sehr gut in meinem Job. Mantengo a mi familia con mi trabajo. Ich unterstütze meine Familie mit meiner Arbeit. Me compré una casa gracias a muchos años de trabajo. Dank langjähriger Arbeit habe ich ein Haus gekauft. Él se inspira para hacer todos los días un maravilloso trabajo. Er wird jeden Tag dazu inspiriert, grandiose Arbeit zu leisten. No pude ir a trabajar porque me sentía mal. Ich konnte nicht zur Arbeit gehen, weil ich mich schlecht gefühlt habe. El reposo. Die Auszeit. Tengo reposo en el trabajo porque estoy enfermo. Ich habe eine Auszeit von der Arbeit, weil ich krank bin. Salir mal. Schieflaufen. Algo me salió mal en el trabajo. Bei der Arbeit ist etwas schiefgelaufen. Despedir a alguien. Jemanden entlassen. Despidieron a mucha gente en mi trabajo. Bei meiner Arbeit wurden viele Leute entlassen. Estar a gusto. Sich wohlfühlen. Estoy a gusto en mi grupo de trabajo. Ich fühle mich in meiner Arbeitsgruppe wohl. Aportar lo mejor de sí. Sein Bestes geben. Aporto lo mejor de mí en mi empresa. Ich gebe mein Bestes für mein Unternehmen. La emprendedora. Die Unternehmerin. Soy emprendedora. Por eso quiero crear mi propio negocio. Ich bin Unternehmerin,
Deswegen möchte ich mein eigenes Unternehmen gründen. El negocio está prosperando muy bien. Das Geschäft läuft sehr gut. El vendedor. Der Verkäufer. Soy un vendedor. Me dedico a vender productos de higiene. Ich bin Verkäufer. Ich verkaufe ausschließlich Hygieneprodukte. Una inspección. Die Kontrolle. Hoy hicieron una inspección sanitaria en mi trabajo. Heute wurde bei mir am Arbeitsplatz eine Gesundheitskontrolle durchgeführt. Me eligieron como empleado del mes. Ich wurde zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Ascender. Befördern. Me ascendieron a mí y a dos compañeros más y estamos felices. Sie haben mich und zwei weitere Kollegen befördert und wir freuen uns. Pedir permiso. Um Erlaubnis bitten. Pedí un permiso para salir del trabajo para buscar a mi hijo en la escuela. Ich habe um Erlaubnis gebeten, die Arbeit zu verlassen, um mein Kind von der Schule abzuholen. Las pasantías. Das Praktikum. La compañía donde hice mis pasantías me contrató por 2 años. Die Firma, in der ich mein Praktikum gemacht habe, hat mich für 2 Jahre eingestellt. Contratar. Einstellen. No tengo experiencia laboral, pero igual me contrataron. Ich habe keine Berufserfahrung, aber sie haben mich trotzdem eingestellt. Dictar clases. Kurse anbieten. La compañía está dictando cursos para sus empleados. Das Unternehmen bietet Kurse für seine Mitarbeiter an. Recomendar. Empfehlen. Están buscando gente en mi trabajo. Yo recomendé a mi amiga. Sie suchen Leute bei meiner Arbeit und ich habe meine Freundin empfohlen. Gano aproximadamente 3.000 euros al mes. Ich verdiene etwa 3.000 Euro im Monat. Un aumento. Eine Gehaltserhöhung. Quiero pedirle un aumento a mi jefe este mes. Ich möchte meinen Chef diesen Monat um eine Gehaltserhöhung bitten. Tengo 30 días de vacaciones en verano. Im Sommer habe ich 30 Tage Urlaub. La despedida anual. Die jährliche Abschiedsfeier. La despedida anual por fin de año del trabajo estuvo fantástica. Die jährliche Abschiedsfeier von der Arbeit zum Jahresende war fantastisch. Ofrecer. Anbieten. Me están ofreciendo un puesto de trabajo en España y voy a aceptar la oferta. Sie bieten mir eine Arbeitsstelle in Spanien an. Und ich werde das Angebot annehmen. Las ofertas de trabajo. Die Stellenangebote. Hay muchas ofertas de trabajo en mi ciudad. In meiner Stadt gibt es viele Stellenangebote. Yo salgo muy tarde del trabajo. Ich verlasse die Arbeit sehr spät. Anoche no pude dormir. Y voy al trabajo con pocas energías. Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen und jetzt gehe ich mit wenig Energie zur Arbeit. Lograr un objetivo. Ein Ziel erreichen. Logré mis objetivos mensuales en mi compañía. Ich habe meine monatlichen Ziele in meinem Unternehmen erreicht. Abrir una empresa. Ein Unternehmen gründen. Abrí mi empresa y soy mi propio jefe.
Ich habe mein Unternehmen gegründet und bin mein eigener Chef. Crecer. Wachsen. El empleado. Der Angestellte. Mi empresa creció mucho y tengo 80 empleados. Mein Unternehmen ist stark gewachsen und ich habe 80 Angestellte. ¿De qué trabajas? Soy profesora. Als was arbeitest du? Ich bin Lehrerin. ¿En qué trabajas? Trabajo en una empresa de carros. Wo arbeitest du? Ich arbeite für eine Autofirma. La, el gerente. Die Managerin, der Manager. Trabajo de gerente en un hotel. Ich arbeite als Manager in einem Hotel. Jubilarse. In Rente gehen. Mi papá tiene 60 años y se quiere jubilar. Mein Vater ist 60 Jahre alt und möchte in Rente gehen. En mi trabajo requieren que los empleados hablen inglés y español, aparte del alemán. In meiner Arbeit müssen die Mitarbeiter neben Deutsch auch Englisch und Spanisch sprechen.